Herzlich willkommen zum ersten Mein erstes Mal mit unter Nintendo Connect. Ihr habt unsere Namensänderung schon mitbekommen. Sehr viel gibt es da nicht mehr zu sagen. Ich denke, Kevin hat schon in die Welt hinaus posaunt, wie es zustande kam. Und ich sollte aufhören, in mein Webcam-Bild zu gucken, sondern in die eigentliche Webcam, da zu euch. Und ich gucke schon wieder woanders hin. Ja, ich wollte ja eigentlich heute mit euch Kirby Star Allies als Demo anfangen. Aber dann hat der Pascal gesagt, nee, das will ich machen. Jetzt müssen wir schon wieder ein Gruselspiel spielen. Kommen zu meinem ersten Mal mit Outlast. Ich hoffe, ich habe den Lautstärkepegel schon ein bisschen richtig eingestellt. Ich habe es eben schon mal einmal gestartet, um mal soundtechnisch ein bisschen zu docken. Das ist immer noch arschlaut. Ja, 2016 ist dieses Spiel bereits erschienen, sehr plötzlich für die Switch dann auch im E-Shop. Sehr plötzlich angekündigt war es, aber es gab kein genaues Datum und dann war es auf einmal da. Und ja, da hat Pascal gesagt, ey du, vielleicht gibt es da Kellertüren, die du zumachen kannst. Da bin ich. Wegen Layers of Fear, da werde ich weiter schauen, dass ich weitere Folgen produziere. Vielleicht mit einem und anderen Gast, weiß nicht. Also, Kevin wird dabei sein, er hat schon versprochen. Er wird auch eine Flasche Pipi dabei haben. Ich hoffe nur nicht am Mann, sondern im Mann, das wäre sonst ein bisschen unhygienisch. Wobei, letztlich ist es dann, glaube ich, auch wurscht. Aber, ja, Outlast. Gucken wir mal ganz kurz. Blickempfindlichkeit, Lautstärke. Wie graust der jetzt schon? Dann kann ich es hier ein bisschen lauter machen. Ich glaube, dann ist die Qualität auch ein bisschen besser. So. Okay. Jo, willkommen zu meinem ersten Mal mit Outlast. Oh. Also ich nehme aus Prinzip eigentlich nie leicht. Es gibt aber kein leicht. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Danke. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, Das ist ein sehr komischer, kurzer Satz. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf den Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Alltagssituation. Geht jeden Tag in der Redaktion von uns. Immer wenn der Kevin kühlt. So. Ich hoffe, in der neuen Wohnung werde ich die Möglichkeit haben, ein bisschen besseres Positionieren der Kamera zu machen. Leider müsst ihr mir immer noch zugucken, wie ich hochgucke. Aber es hat euch ja auch offenbar Spaß gemacht. Oh. Kommen noch Untertitel? Das Übersetzen finde ich jetzt... Ah. Ich will da nicht hin. Ich bin aber eigentlich ganz beeindruckt, wie das ausschaut. Ist gar nicht so schlecht. Nicht da rein? Eigentlich nicht, ne? Was hat denn der Presseausweis da gerade sogar abgezogen? So, okay. Oh, okay. Also ich bin das mit dem Kamera hin und her zucken. 7. September 2013. Blablabla, blablabla, betrifft
Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater in der, für die Einrichtungen von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln was etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was sie auf dem Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay. Gibt's die zweite Seite? Yeah. Eine Kamera. Das kann ich nicht steuern. Okay. Okay. Nee, das war jetzt alles ich nicht. Schon wieder ein nicht funktionierender Spiegel. Naja, aber du. Jetzt hier. Okay. Der Informant. Achso, okay. Hallo? Ich wollte vielleicht noch wieder weg. Das wird immer wieder ganz großartig. Also von Wölfen hat mir keiner was gesagt. Oh, ich habe Beine. Hallo, schöne Beinchen. Ah, beugen, okay. Ah, Kamera. Was habe ich hier gerade reingetan? Ah, das ist Bücken. Oh, und Springen gibt's auch. Super. Ah. Ja, okay. Okay. Oh. Okay. Rechter Stick durchdrücken ist Nachtsicht, alles klar. Mir wird schon schlecht, wenn ich diesen Ort nur anschaue. Der Nervenheilstab Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 vom Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt 1 Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Das klingt doch schon mal schön. So, warum laufe ich jetzt hier eigentlich mit dem Camcorder rum? Oh. Hallo. Kann ich auch zoomen? Jetzt ist das Licht wieder aus. Camcorder kann auch in der Regel auch zoomen. Nein. Kann ich mir die Kamera, die Konfiguration angucken? Ja, danke. Links lehnen, rechts, Notizblock. Ah! 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 Boah, dieses Wurm. Kann ich auch zoomen? Nee. So technisiert ist er dann doch nicht. Ah, dafür ist der Knopf. Warum stehen hier eigentlich Armeedinger? Okay. Warum frage ich eigentlich? Weil hier Kacke am Dampfen ist.
Oh, schade, keiner zu Hause, gehen wir wieder. Ah, ein offenes Fenster. Dann weiß ich. Oh ja, ich weiß, wo es lang geht. Was wollen wir nochmal ducken? Ah. Er speichert, also bin ich schon mal richtig. Super. Alter, dieser Wolf im Hintergrund nervt mich. Solche Music-Cues sind immer doof. Okay. Was stand da jetzt? Moment, nochmal. Achso, mit A wieder loslassen. Okay. Müssen den Enthüllungsjournalisten dann immer so einen Scheiß machen. Oh, falsch. Oh, okay. Ja, klar. Flockig. Super Monitore, die kein Licht von sich geben. Oh, okay. Die Nachtsicht frisst Batterie. Ich will nicht. Ich will nicht. Habe ich nicht schon gesagt, dass ich nicht will? Was war das? Was ist der Vorhang? Schön. Ich will nicht. What? Was zum Geier war das? Das hätte ich auch leiser machen können. Oh. Batterien, immer gut. Kann ich den PC nutzen?
Nein. Oh Gott, ich habe einen Schatten. Das wird mir auch noch ein paar wohlige Stunden bereiten. Gedrückt halten, bitte. Danke. Oh, die kann man gar nicht leise zumachen. Okay. Ein kaputtes Telefon. Das kann man echt nicht leise zumachen. Das ist ja krass. Project Mo... Danke, Hund. Mount Massive CEO, Fallnummer 174. Billy. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormon. Diagnostik, Spirometrie ergab keine bronchialen Akkumulationen. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen, höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-Zyklen, Lachen in, was ist eine N-REM-Phase? Also REM-Phase ist, wenn man träumt, glaube ich. Keine Ahnung, was eine N-REM-Phase ist. Billy erkundigte sich nach der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutete auf katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung, die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflegesicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu halten. Bla bla bla. Boah, dieses drohende Geräusch, ne? Ich würde mal sagen, dem gehen wir dann nicht auf den Zünder. Bester Geier, wenn der wieder vom Klo kommt. Oh, ja, 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 ja. Okay. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Oh nee. Lass mich doch einfach. Geht's auch leiser? Pff. Okay. Geht's nicht lang. Bücherei. Boah! Shit. Was ist das für ein Buch? The variants. You can't fight them. You
have to hide. Can unlock the main doors. From security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Okay. Okay. Schon wieder ein Klo. Yay, eine Batterie. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es überhaupt was bringt, die ganze Zeit die Kamera anzuhaben. Aber wir sind hier Journalist, aber ich weiß auch nicht, ob die mich behindert oder so. Okay, da geht's nicht weiter. Ich dachte gerade, ich hätte hier eine Katze drin und hätte mich erschreckt. Paar nette Herren. Ob die so nett sind, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich traue dem Frieden so irgendwie nicht. Gibt's irgendwas, was ich angucken kann? Was ist das? Achso. Naja. Little Fish. What bist du denn für einer? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Was? Ich will hier raus. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ja. Okay. Habe ich meine... Okay. Hauptterminal. Oh, lecker. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt, scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann.
Das hätte ich wissen sollen, als ich auf den Weg raus konnte, wie den ich reingekommen bin. Ja. Und deswegen, liebe Kinder, lernt was Anständiges. Proclaim the Gospel. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich Proclaim übersetzen soll, aber Gospel ist eigentlich der Kirchengesang. Yay, wieder was zu lesen. Betreffend Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive, Murkoff, Psychiatric Systems, blablabla. Eine staatliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security, MHS, geliefert. Der Grund zur folgenden Annahme hat katastrophale Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Umweltschäden? Nach unserer Überzeugung erfordert das eigenstaatliche Erklären und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. oder ihre Tochterunternehmen aufgrund der Maßnahmen des MHS. Aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay. Ist das hier nicht das Hauptterminal? Ey, Alter. Du. Was auch immer hier noch was. Nimm weniger davon. Das ist vernagelt. Da vorne ist was offen. Der hat keine Gedärme mehr. Nächste Tote. Entschuldigung, Buddy. Wofür brauche ich eine Nachtsichtkamera? Ich sehe blinkende Dokumente. Das ist viel naturschonender. Oder so. Anmerkung, Dr. Walsh. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich gegen 20 Uhr fortwährend mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. Bronchialen Sinn ist der Hals. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstimmungen und Fixierungen befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. War das vielleicht der, der uns gerade darunter geschmissen hat? Der war ja schon was bulliger. Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, schienen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Hat ja nicht funktioniert, denn das da eben war. Und dieses Geräusch, wenn ich aufhöre, irgendwas zu lesen, muss aufhören. Bin ich das? Oh, super. Ich liebe Details in Horrorspielen. Alles Rechner, die an sind. Ich kann sie nicht benutzen. Gibt's hier eine Leiter, dass man so hoch...
Gehe ich da lang? Ich gehe erstmal woanders lang. Ach, da kommt das Blut her. Okay. Bei meinem Glück sind die Gegner dann auch noch in der Lage, die Blutflecken auf dem Boden zu verfolgen. Dann bin ich jetzt recht am Hintern. Was ist hier? Hier leuchtet's. Da liegt was. Lass mich hier raus. Hey, das ist eine GIF. Ein JPEG. Das ist doch nicht mal animiert. Das ist nicht mal 3D. Das ist einfach nur ein Bild. Geil. Ja gut. Irgendwie mussten die es ja hinkriegen. Hatte ich nicht eben noch einen Schatten? Noch ein Bild da draußen. Was war das? Ich meine, sauberes Klo haben die hier. Ja, ich bin gerade nicht so wirklich der Fan davon, offensichtlich irgendwo reinzulaufen. Eine Treppe, war ja klar. Ist das der... Security... Nee, das ist der nicht. Lauter. Boah. Oh. Das ist, glaube ich, dann doch keine so gute Idee. Im Hellen unterwegs zu sein. Oh, Alter, warum kann man die nicht leise zu machen? So, hier bleibe ich. Das war hoffentlich ich. Zeuge. Zeuge oder B-Zeuge? Fehlt dem Arm? Tatsache. Waren die Blutspuren gerade eben schon da? Die sind schon was länger dahin. Jetzt habe ich wieder Schatten. Was? Was war das?
Tür ist zugegangen. Dieses in die Ecke gucken eigentlich ganz geil. Oh, ich will da gar nicht lang, aber der Sicherheitsraum. Nein. Rechts ist der Typ eben reingelaufen. Schon wieder ein kaputtes Telefon. Project War Raider Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund dieses bevorstehenden vollständigen Berichtes sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corp erforderlich. Das Profitpotenzial von Project War Raider verbleibt unverändert hoch. Okay. Die 4 Todesfälle enthalten ausreichend eindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Project War Raider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und psychischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Garand, Murkoff Schadensabteilung. Leute, die solche Briefe schreiben, die sind mir direkt sympathisch. Nicht. Du siehst ja auch schon irgendwo aus wie mein bester Freund aus Layers of Fear. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Okay. Yo, danke, Bro. Ich will hier rein. Das heißt, ich muss jetzt an diesem komischen Creepy-Typen vorbei. Ihr kennt mich und Keller. Nein. Will ich dir was? Bitte? Eine Schlüsselkarte nehme ich mit Kusshand. Was ist das? So, es ist. Das ist der PC. Alter, kann sich das Spiel mal entscheiden, ob ich jetzt einen Schatten habe oder nicht.
sehr spannendes Programm. Da sitzt auch noch einer. Alter, wie soll ich da vorbeikommen? Männer und tote Frau. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher, sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind noch eine Hülle. Hülle. Bitte aufhören. Boah, das eigene Atmen geht mir in so einem Zünder hier. Yay. Wie rein zufällig ich hier die Karte finde. Achso. Ja, super. Dafür macht man das Ding auf. Super Plan. Was ist das hier? Okay, draußen ist nicht so schönes Wetter, wie es scheint. Kommt wieder dieses komische Gesinge. Nee. Das Scheißgesinge schon wieder. Nein. Hört es sich nur so an. Puh. Alter, der Hund, der ging mir jetzt aber auch auf. Kennt ihr das, wenn ihr glaubt, da kommt was und ihr geht schon dran zugrunde? Kann nichts machen. What? Sag ich gerade noch? Boah. Ja, das ist eine Leiche. Oh, ein Bildschirmschoner. Oh. Was Beruhigendes. Oh, Alter, hör auf zu atmen. Ah.
geht doch gar nicht. Geht nicht. Oder muss ich irgendwas Bestimmtes drücken, damit ich laufe? Springen, Hocke, Batterien, Nachtsicht ein, aus. Ach so, L, ja, okay. Okay. Wenn es sowas schon gibt, dann Prost Mahlzeit. Respekt an die Leute, die sowas speedrunnen könnten. Davon gab es tatsächlich einen in meinem Freundeskreis, glaube ich. Wer war da jetzt vor mir drin? Sie lügen. Nee, die Tastatur benutze ich noch nicht. Hihi. Der Biegel meiner Mutter hat jetzt aber auch nicht geholfen. Nichts zum Lesen hier? Okay. Ist das nicht der... Wow, 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 nein, 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 nein. Oh, 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 da ist er ja wieder. Klar, genau die andere Tür machst du auf, ne? Alter, atme langsamer und leiser vor allem. Ist er weg? Ich hoffe, er ist weg. Alter, der Pastor, der ist hier mal echt ein Arsch, oder? Macht einfach mal das Licht aus. Das ist hier alles mit Notbeleuchtung. Und so ein komischer Stirnacken. Vermutlich Walker. Sucht nach mir, kleinem Schweinchen. Ist die Tür jetzt offen? Tatsache. Habe ich eigentlich bis jetzt nicht versucht, den Hauptausgang so aufzumachen? Ich will nie in den Keller. Ihr wisst ja, ich und Keller, ne?
MKUltra-Programm, CIA. An Akte betreff, hypnotische Experimente und Forschung, 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung im Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado von folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vergangenen Nacht, Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson, Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwehren zum Ausdruck gebracht, alle ihre Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich in nun tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt die vorher angegangene Vorfall vehement ab. Lecker. Hypnose, mit der man Scheiße bauen kann. Was? Ich habe ein Geräusch gehört. War das ein Geräusch? Oder war das einfach nur wieder ein Music Cue, der mir auf den Sack gehen soll? Ich habe den Nordstrom gefunden. Ich habe das Gefühl, mich hat auch gleich noch wer gefunden. Och nö. Bin ich etwa bei wem zu Hause? Hätte ich mal aufräumen können. Und seine Spielsachen wegräumen. Warum habe ich das Gefühl? Da kommt der gleich raus. Boah, Alter. Mich jetzt erschreckt. Hier liegen auch überall Batterien, wa? Rein zufällig die Konform, die Form, die der Camcorder braucht. Boah, Alter. Das ist so laut. Ja. Lass mich in Ruhe. Wahrscheinlich laufe ich mir jetzt auch noch wieder ins Gesicht. Leute, das Scheißding!
aber. Wir gehen jetzt nach hinten gucken. Scheiße. Wie schlau ist eigentlich die KI? Wahrscheinlich schlauer als ich. Nein! Betätige den Hauptschalter! Nein! Welcher Hauptschalter? Da, wo er drin gewesen ist. Oh Gott. Wahnsinn! Wo bin ich? Scheiße! Nein! Ich seh nix! Oh Gott. Geh auf! Scheiße! Oh Gott! Was? Verkackt. Da bin ich wieder. Immerhin wissen wir jetzt grob, was wir zu tun haben. Tue ich da jetzt Batterien rein? Ich wollte eigentlich das Dings ausmachen. Scheiße, jetzt sehe ich nichts mehr. Oh. Ah, die Batterie liegt da noch. Whatever. Was auch immer dich glücklich macht, Bro. Du gehörst mir, dankeschön. Okay, da ist stockfinster. Wo ist er? Da ist er. Oh, der patrouilliert jetzt. Gleich da hoch. Okay. Hier sollte ich nicht rumlaufen. Ich sehe dich nicht. Sackgesicht! Nein, nicht springen. Laufen. Oh. Drüber springen, du Sack! Ich hab was gesehen. Nein, ich laufe. Ich versteck mich. Wenn ich das könnte, ich kann's nicht. Wo bin ich? Da. Funktioniert das nochmal? Wahrscheinlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Geht das hier? Geht das hier? Geht das hier? Alter, mach das Licht wieder an. Alter. Alter, nein! Das ist jetzt aber auch ehrlich gesagt ein bisschen fatzkendröge. Geht, tschüss. Wieder ein Geist. Oh, Alter, Alter, Alter. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, verwirrt zerbrechlich bin ich auch. Wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Und hat mich gehört. Und hat mich gehört. Ja, sag ich doch. Steh auf, verdammt! Nein! Oh. Dieses Video wird in die Annalen eingehen als Neuzugang Alex, der rennt. Und rennt. Und schon wieder keine Batterien mehr hat. Oh Gott, oh Gott. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Aha. Damit rechnet. Oh, scheiße. Damit rechnet keiner. Kann ich mich auch irgendwie hier verstecken? Gut. Ich lasse es jetzt erstmal. Ich mache morgen weiter, wenn es hell ist. Ja, die Stunde ist rum. Wir haben einen Bildschirm tot gesehen. Ich sollte aufhören, in meine Kamera zu gucken, sondern in die Kamera. Wir haben meinen ersten Tod gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich an dem Typen intelligent vorbeischleichen soll. Das würde ich dann in aller Ruhe alleine rausfinden, aber ich hoffe, ich konnte euch vielleicht anfixen, dass ihr Interesse an diesem Spiel habt. Ja, es ist gut. Die Soundkulisse ist gut. Auch wenn es mir tierisch auf den Zünder geht, dass meine Figur die ganze Zeit am... So klinge ich momentan, wenn ich rausgehe, weil es draußen, naja, kalt ist. Vielen Dank. Dies war mein erstes Mal mit Outlast. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Pascal sich den zweiten antun möchte. Pascal mit Facecam. Das will ich sehen. Oh Gottes Willen. Oh, mehrere Spielstände. Das ist doch schön.
Dieses Menügedöns. Das geht gar nicht. Egal. Viertel vor elf. Ich glaube, es reicht. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Ein schönes Wortspiel. Kommentiert gerne, ob ich weiterspielen soll. Jetzt wird aber als erstes Layers of Fear gespielt, sobald ich die Möglichkeit habe. Und ja, habt ihr noch andere Sachen, die ich mir angucken soll? Bitte nicht sowas Böses, ja. In dem Sinne, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns.